Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Wir sind unterwegs und zwar in unserem Pfingsturlaub und wohin es geht oder alles andere nach unserem Intro. Ja, es ist wieder soweit. Wir sind wieder unterwegs. Man glaubt es gar nicht. Also wir glauben schon. Und ja, ihr werdet sagen, schon wieder unterwegs? Seid ihr die ganze Zeit unterwegs? Ja, aktuell ist das so. Aber wir genießen das. Wir holen jetzt nach sozusagen. Genau. Wie alle anderen auch. Und wir haben einen schönen Platz an der Elbe. Ja. Denn das kann ich sagen, was ihr da hinten seht, ist ein anderes Bundesland. Ich will jetzt nicht Sachsen-Anhalt sagen. Ich bin zwar mir sicher, es ist Sachsen-Anhalt, aber so genau weiß ich nicht. Es könnte auch Brandenburg sein. Weil es ist so ein ganz kleiner Eck Brandenburg, aber ich würde sagen, es ist Sachsen-Anhalt. Du kannst ja nachgucken dann. Genau, dann blenden wir es ein, ob ich recht habe oder... Oder nicht. Oder eher nicht. Was? Ich nicht? Ich habe nichts dazu gesagt. Genau. Ja, wir stehen hier auf irgendeiner Anhöhe. Auf einem Aussichtspunkt. Ja. An der Elbe gebaut und ja, recht schön gemacht. Wo ich mir wieder dachte, Alter, du hast Höhenangst. Und, das hat er aber erst gemerkt, als er oben war. Je ich gekommen bin, hat er gesagt, ja, schön. Also. Das Problem ist, man kann hier durchgucken. Also, oi. Ja, ja, auf jeden Fall richtig schön. Ein toller Platz gefunden bei Park4Night. Wir werden unten die GPS-Koordinaten einblenden, weil ich glaube, genau. Links und rechts weiß ich gar nicht, ob wir so viel Platz haben. Oder links und rechts. Ihr seht auf jeden Fall was. Ja, und jetzt, glaube ich, zeigen wir euch noch etwas. Von schön. Diesem Platz aus. Genau. Dann... Zeig viel mal. Spaß! Auch zur anderen Seite ist es schön, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Genau, also aber beziehungsweise auch wir möchten mal den Blick auf die Elbe haben, ne? Sonst hattet ihr den gerade und es wird auch Zeit, dass wir das sehen können. Und außerdem habt ihr ja gerade einiges gesehen, wo man denkt, ja. Und so fängt diese Folge schon an, ne? Gleich Drohne, gleich mal schöner Anblick, gar nicht erst lang gesammelt, weil man muss sagen, wir sind schon eine ganze Weile gefahren. Also wir haben das alles diesmal weggelassen, weil wir gesagt haben, das soll im Fokus in dieser Folge stehen. Aber eins muss man sagen, für uns ist es natürlich auch hier schon ein mega guter Start in dieses verlängerte Wochenende. Also super toll. Das auf jeden Fall. Und jetzt kann ich sogar gleich schon richtig sein, das was da drüben ist, also hinter euch ist Brandenburg. Jetzt werdet ihr euch blöd umdrehen, wenn ihr gerade so am Bodensee steht und denkt, hinter mir ist doch die Schweiz. Nein, hinter euch ist Brandenburg. Das müsst ihr jetzt einfach mal glauben. Wir gucken auf jeden Fall nach Brandenburg. Genau, und jetzt gehen wir runter, essen heute mal was, auch was ganz Besonderes. Heute gibt es nämlich Schnittchen.
Ja. Nichts Warmes, sondern einfach Schnittchen. Haben wir auch nicht so oft. Hm. Und ja, das machen wir jetzt und genießen den Abend. Und wir zeigen euch jetzt nochmal einen kleinen Schwenk. Und dann werdet ihr sehen, was als nächstes kommt. Ja, wir haben diesmal was ganz anderes gehabt, also zum Essen. Also nicht, dass wir sogar woanders stehen, nein, wir haben was anderes zum Essen gehabt. Keine Würstchen oder irgendetwas anderes, wir blenden euch einfach es ein, denn es gab wirklich nur Stulle, beziehungsweise Brot. Und Stefan hat sich das mal gegönnt, mit Lachs hat er bekommen. Ich habe halt ein bisschen Leberkäse gehabt, also mal was Einfaches. Ja, der Platz ist ja relativ schön ruhig. Und ich denke mal, wir werden hier gut nächtigen können. Und ja, das soll es dann erstmal für heute gewesen sein. Wir werden eine Runde pennen und dann geht's morgen, also gleich weiter. In diesem Sinne, gute Nacht! Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, auch von meiner Seite. Falls ihr euch wundert, warum ich hier Kapuze auf habe, meine Haare liegen nicht. Das kann ich euch nicht zeigen. Naja. Ach. Ja, wir sind nicht weitergekommen, wir stehen immer noch hier. Das heißt, wir haben die ganze Nacht hier auf euch gewartet, dass ihr endlich ausgeschlafen habt. Unfassbar. Naja. Dann war das Wetter schön, dass wir das hier aushalten konnten. Also jetzt in der Sonne ist schon richtig, richtig warm. Also man kann nicht sagen, ich würde sagen, weiß ich nicht, wir haben bestimmt so 15 Grad haben wir bestimmt locker schon. Das können wir, 17 Grad haben wir sogar. 17 Grad sogar. 17 Grad. Siehst du, das ist so richtig warm, also herrlich. Und wir wollten noch mal ein bisschen den Blick hier genießen. Ja. Und euch berichten, also den Platz, den wir ja bei Park4Night gefunden haben, ist ein Parkplatz, sogar mit Grillstation. Das zeigen wir euch dann im Nachgang, wenn wir dann nochmal vorbeigehen. Richtig. Richtig schön ruhig. Ja, also das ist eine Nebenstraße hier und da fahren wirklich sehr, sehr wenige Autos und in der Nacht gar keine. Am Wochenende. Aber wir haben ja, liebe Nachbarn, die Nacht gehabt und zwar aus Heidelberg. Richtig, genau. In der Nähe von Heidelberg. Und die sind schon eine Nacht länger hier und die haben gesagt, also in der Woche um 4 Uhr morgens, das ist eine Rennstrecke hier. Für Berufspendler oder genau. So. Ja. Ja, okay. Man muss sich mal angucken, ne? Wenn du da jetzt mal so guckst, ich guck mal von da. Ja, ich kann euch das mal zeigen. Ne, da hinten. Und dann auf die andere Seite. Also, hier ist der Parkplatz. Und dann da hinten. Und da sind wir wieder da. Dann seht ihr, das ist eine schöne gerade Strecke. Da kann man richtig Wumms geben. Gas geben, ja. Manche, die fahren hier auch relativ schnell dann. Ja, wie bekloppt. Aber nicht der. Der fährt ganz gemütlich, ist mit Trecker. Naja. Ja, auf jeden Fall richtig schön. Dann haben wir gerade was im Internet gelesen. Gato, das ist da ganz hinten in der Nähe. Wohnmobilstellplatz dicht gemacht. Leute, egal ob Corona oder nicht Corona, haltet euch bitte an gewisse Regeln, die es gibt. Und macht hier nicht dicht an dicht an dicht. Wenn der Platz voll ist, ist er voll, dann sucht bitte den nächsten. Es gibt genug Plätze. Es ist für alle was da. Ihr müsst nicht in der ersten Reihe stehen, ihr könnt auch mal in der zweiten Reihe stehen. Genau. Also das machen wir auch so. Wenn der Platz voll ist, dann fahren wir mal weiter. Also das ist das Statement mal jetzt hier. Am frühen Morgen. Ich muss mal mit euch schimpfen. Immerhin habt ihr uns auch hier warten lassen die ganze Nacht. Also. So. Aber Stefan will nochmal die Drohne fliegen lassen. Gestern habt ihr einen Blick gehabt. Jetzt kriegt ihr nochmal einen mit schönen strahlenden Sonnenschein. Und das bekommt ihr jetzt.
Hat es euch gefallen? Hat er euch was Schönes gezeigt? Wenn nicht, mal gucken. Mal gucken. Ja, wir stehen jetzt nochmal hier unten an diesem Parkplatz. Also sie haben ja echt was Schönes gemacht. Wir sind ja hier in den Elbhöhen-Wendland. Das ist ein kleiner Naturpark. Und hier hat man tatsächlich eine überdachte Sitzgelegenheit. Also hier passen mindestens, sagen wir mal, 6 Leute passen hin. In Corona-Zeiten halt nur 3,5 bis 4. Ja. Ja, dann hat der Platz noch mehr zu bieten. Und zwar eine Grillstation und nochmal eine Parkbank. Man kann Müll und die Grillstation zeigen wir euch jetzt mal direkt. Also, ich denke mal, da kriegt man die ein oder andere Wurst drauf. Vielleicht, ja. Ich würde wahrscheinlich nochmal ein extra Gitter rüberlegen. Aber ja gut, das ist halt wahrscheinlich, weil schon jemand vielleicht Feuer drin gemacht hat oder drauf oder genau. Sowas und deswegen ist es so verbogen. Aber ist ja egal. Man hat ja also so es ist auf jeden Fall ein schöner An. Genau. Und wenn du deinen eigenen Rost hast, kann man den ja drüberlegen. Genau, den kann man auch wieder besser sauber machen. Genau. Und hier passen auch nochmal 6 Leute hin. Genau, also wir filmen nochmal hier kurz durch. Ja. Mit Müll ist da in der Ecke auch noch. Und da hinten, seht ihr schon da oben, da ist der Turm, da kann man drauflaufen und dann habt ihr diesen schönen Blick von oben. Also kommt doch gerne mal hier ins Wendland, soll richtig schön sein und wir können es aktuell sogar bestätigen. Tja, nicht weit weggekommen, würde ich sagen. Das stimmt gar nicht. Wir sind jetzt in Brandenburg. Also eben gerade waren wir noch in Niedersachsen. Ja, das stimmt. Aber trotzdem nicht so sehr weit gefahren und doch wieder was entdeckt, wo wir gesagt haben, oh, da müssen wir unbedingt mal hin. Okay. Hast du eigentlich gestern schon entdeckt? Genau. Nämlich auf ein Foto von irgendjemand anders. Nee, das habe ich gestern auch so entdeckt als Schlafmöglichkeit. Aber ich sagte, besser nicht, weil es so direkt an der Brücke ist. Und deshalb habe ich mir den anderen Platz angeguckt. Dabei wäre der auch nicht schlecht. Lustigerweise ein Instagrammer. Der kommt aus Gifhorn, den verfolge ich natürlich, weil er auch einen Bulli hat und ja, der stand tatsächlich da. Jetzt weiß ich nicht, wenn Stefan sich ein bisschen dreht, haben wir irgendwo da einfach mal was Rotes drauf? Ich glaube, in der Mitte ist irgendwo was Rotes. Genau, da wo jetzt dieser rote Bulli steht, lustigerweise ein Braunschweiger. Irgendwie ist unsere ganze Region hier oben. Genau, ich lach mich kaputt. Und wie gesagt, da stand gestern wohl ein Gifhorner. Ja. Und ja, den verfolgt man halt und der hat so ein schönes Platz direkt an der Elbe. Jetzt sind wir halt im Osten und das ist das Lustige. Wenn ich jetzt weit genug spucken könnte, würde ich den Westen treffen. Ja, aber wir wollen euch das hier mal zeigen, also werden wir jetzt mal hier durchschwenken. Was wir euch ja gar nicht gesagt haben, wo soll es denn jetzt überhaupt hingehen? Wo soll die ganze Reise hingehen? Ja, wir haben auch keinen Plan. So viel können wir sagen. Wir wissen, was die Endstation ist. Die Endstation ist Rostock, Eiswerkstatt Rostock. Da wollen wir hin. Und jetzt ist der Plan, erstmal Richtung Schwerin zu fahren. Das soll auch richtig schön sein. Ob das am Ende wird? Ja, das seid einfach mal genauso überrascht, wie wir es sind. Auf jeden Fall glaube ich, es ist Pfingsten, schönes Wetter. Es wird alles wunderbar werden. Angekommen. Genau, von der Elbe sind wir jetzt wieder ans Wasser, aber in der Landeshauptstadt von MacPom, und zwar Schwerin. Wie man ja unschwer erkennen kann, im Hintergrund ist das Schloss Schwerin. Ja, also der erste Eindruck, wir kannten es ja vorher auch noch nicht, wow, schon echt schön und verspricht, also wenn man sich hier so mal ein bisschen umschaut und sich so die Gebäude umliegend anschaut, reiche Stadt, hätte ich gesagt. Also man sieht schon, dass man hier was tut und deshalb kann ich manch blaue, blau-braune Wählerschaft nicht verstehen, weil ihr habt das so schön hier.
ey, was meckert ihr eigentlich? Also, wie gesagt, also wir als Touristen kommen auf jeden Fall gerne her. Wir wollen jetzt auch Richtung Schloss und wollen mal durch den Schlosspark oder den Burgsee, keine Ahnung, wie das hier heißt. Wir schauen uns jetzt hier mal ein bisschen um auf jeden Fall. Genau. Und nehmen euch mit, immer mal so ein paar Szenen einblenden, ne? Also ihr kriegt jetzt Impressionen von dem, wo wir jetzt hier umherlaufen. So ist es. Wir stehen im Schlossinneren, also im inneren Zirkel hier, wollte ich gerade sagen. Auf dem Henkerplatz. Ja, im Innenhof. Genau, im Innenhof. Wir gucken nämlich gerade mal. Also es sind so viele Sachen, die wir euch jetzt erzählen könnten, dass mir das zu viel... Ich fasse es kurz. Das ist ein Schloss. Super. Und hier sitzt der Landtag drin, seit 1990. Und alle wichtigen Informationen blende ich euch einfach mal ein. Ihr könnt das selber lesen. Und idealerweise kommt das selber her und könnt euch das in live anschauen. Dann habt ihr verpasst dann nämlich nicht irgendwelche Informationen, die wir vielleicht nicht jetzt gesagt haben oder gezeigt haben. Es lohnt sich auf jeden Fall hierher zu kommen. Soweit die ersten Bilder. Also uns gefällt es hier schon mal ganz gut, ne? Aber, Schwarmwissen. Warum, wenn das da ein Schloss ist, was wir sehen, warum nennt man das bitte einen Burggarten? Ja, wir befinden uns aktuell im Burggarten. Genau. Aber ich sag mal so, der Garten ist eher aufgebaut wie ein Schlossgarten. Deshalb. Gut, okay. Aber vielleicht weiß das ja von euch jemand. Genau. Also bitte schreibt in die Kommentare und wir schauen mal, wer da recht hat, wer da das beste Wissen hat, wie auch immer. Wir wissen es gerade nicht. Ja, überhaupt nicht. Uns irritiert es. Ja, wir werden jetzt weiterlaufen und euch weiter schöne Impressionen zeigen. Genau. Thank you.
Und jetzt sind wir im Schlossgarten. Wir sind weg vom Schloss und schon ist man im Schlossgarten. Das heißt, anscheinend ist das, was weit weg, ein Schlossgarten und was nah drin ist, ein Burggarten. Sind wir immer noch so dumm oder habt ihr neue Ideen? Ich lese weiter in eure Kommentare.